Weiter, immer weiter. So. Neue Folge Dark Souls 3 mit Krabbe von Viereckbeziehungen. Wir haben noch einiges vor uns im Spiel. Und heute werden wir auf jeden Fall auch wieder einen Bosskampf sehen. Auch wenn wir den schon mal kurz gesehen haben in der vorletzten Ausgabe. Aber heute dann hoffentlich etwas besinnter und nicht mit der Aggressivität, die ich beim letzten beziehungsweise beim vorletzten Mal in diesem Bosskampf drauf hatte, die dann auch für das Scheitern gesorgt hat. Oh, kehr um, vergiss es. Heimatknochen. Ja, hier geht's auch noch hin, aber gleich gehen wir erstmal zurück. Die Tür kennen wir auch noch von der anderen Seite. Da war nämlich die Kohle. Jetzt gehen wir einmal hier runter, aktivieren das Leuchtfeuer und dann war es das erste Mal in diesem Gebiet. Oder nämlich hier schön sehen kann. Das sorgt für Gift. Das ist ein richtig giftiger Sumpf. Da müssen wir dann auch die passende Kleidung tragen, die uns gegen Gift mehr schützt. Und dann brauchen wir auch ein paar dieser Items. Von daher machen wir jetzt erstmal was anderes. So, Reisen. Wie viele Seelen haben wir eigentlich? 8000. Damit können wir wieder was kaufen. Also reisen wir erstmal zum Feuerbandschrein zurück und dann zum anderen Leuchtfeuer, von dem wir dann aus zum Boss gehen. Hops. Ich möchte was kaufen. Gegenstand kaufen. Hast du noch einen mehr oder hattest du den gerade schon? Dann hattest du bestimmt vorhin schon. Be safe. Für die anderen beiden brauchen wir noch ein paar Seelen. Sollten wir aber auch zeitnah zusammen haben. Dann war es das auch schon wieder hier. Wir könnten natürlich auch diese ganzen Seelen, die wir auf dem Weg finden, verbrauchen, aber damit lasse ich mir mal ein bisschen Zeit, wenn man wirklich mal spontan Bedarf für was hat, was Wichtiges und nicht irgendwelche Zauber, die wir wahrscheinlich sowieso nicht benutzen. So, Wald der Kreuzigung. Die schmerzhafte Stelle, wo ich alles verloren habe. Na, kommt doch. Los. Jetzt bald. Gelingt es natürlich wieder problemlos. Weil alle sind noch nicht down. Exzellent. Aua. Ah, komm her. Und Backstab. Auf geht's zum Bosskampf. Okay.
ich fast wieder dran vorbeigelaufen, weil ich den Fokus nicht hatte und hätte mir dann eine gefangen. Das wäre richtig toll gewesen. So wie hier. Das ist echt problematisch um die Ecken herum. Hier hat es wieder problemlos geklopft. Naja, so ist das halt. Oh. Dann fokus den halt nicht, meine Fresse. Na, geht's dir nicht gut? Da kann ich Abhilfe schaffen. Oh, eine Pike. Haben wir schon eine Pike? Ne, ist unsere erste. Ein Langspeer mit sehr langem Griff. Stoßangriffe aus großer Distanz. Er hat unter den Waffen ohne Projektil die größte Reichweite, ist aber wegen seiner Länge in einigen Situationen unhandlich. Es war so klar, wie du Penner dich die ganze Zeit schon bewegt hast. Fokus ist drin. Fokus ist wieder draußen. Backstep ist gelungen. Schnell hinter den Pfeiler. Stab des Zaubers. Gucken wir uns gleich an. Wobei hatten wir, glaube ich, schon einen von. Stab des Zauberers. Einen Zauberern der Drachenschule von Windheim verliehener Beschleuniger für Zaubereien, die an einem Leuchtfeuer eingestimmt werden müssen. Fertigkeit ruhiger Gesang, erhöht für ganz kurze Zeit, aber nur für ganz kurze. Zauberkraft kann in beiden Händen getragen werden. Gut. Defekt. Jetzt könnte man es sogar für diesen einen Kampf, aber die zwei Punkte, schauen wir mal, haben wir vielleicht ein besseres 42. Oh, das ist gut. 63. Wobei wir der Magie eigentlich sowieso ausweichen müssen. Okay. Probieren wir unser Glück. Aua. Irgendwie einfacher vor. Oder ich stelle mich einfach nur so blöd an. Das ist eine falsche Version. Du bist nicht lila. Da ist die. Oh Gott. Da sind gleich zwei von der Sorte. Oh, und down. Damals hatte ich den beim ersten oder zweiten Versuch direkt. Ja, kann natürlich sein, dass ich damals das Glück hatte, immer zum Passenden gelaufen zu sein. Und jetzt halt nicht.
Schauen, ob es klappt mit dem Durchrennen. Ja, immer mit einem weiteren Angriff rechnen. Seelen haben wir auch wieder. Wo ist er jetzt? Ich vergesse auch immer den Strahl. Alter. Scheiße. Wirklich einer der leichteren Gegner. Oh, die zweite Phase. Ja, das ist es nämlich. Wenn man direkt zum Passenden geht, dann ist ja so einfach. Ansonsten muss man halt ein bisschen mehr ausweichen. Seele allens Kristallweisen. So. Wo haben wir sie denn? Eine der vertretenen Seelen, von Stärke erfüllt. Die Seele eines Kristallweisen. Eine der vertretenen Seelen, von Stärke erfüllt. Benutzen, um viele Seelen zu halten, ist klar. Die beiden Kristallweisen dienten den Gelehrten des großen Archivs als spirituelle Berater, bis sich einer von ihnen der Untoten Legion anschloss. Jo, und der ist jetzt weg vom Fenster. Okay, dann hätten wir ihn jetzt auch platt gemacht. Dann könnten wir einmal zum Feuerbandschrein zurück. Oh, wir haben wieder eine Glut. Könnten wir uns eigentlich nochmal vom Hodrick vermöbeln lassen. Voilà. Na? Ich hätte gerne das. Und ich hätte gerne das. Damit hast du nichts mehr, was ich kaufen kann. Und bitte einmal meine Stärke entfalten. Was nehmen wir denn mal? Die Kondition, die Belastbarkeit. Ja, nehmen wir noch einen in Vitalität. Stufe aufsteigen. As I have said, alas, but perhaps I weep, but those be safe. Ja, das war's dann wohl für dich. Jetzt haben wir nämlich 5 Siegel. Weil wir den Bosskampf geschafft haben, ist unser Dieb auch zurück. Took some prowling. Go on. You can keep them as. Oh, er hat ein paar neue Sachen auf seinen Diebeszügen gefunden. Hat viele Rüstungen. Nicht unbedingt notwendig. Das Bastardschwert. Und der Zweihänder. Aber ich bleib erstmal bei meinem derzeitigen Schwert und irgendwann finden wir schon was Schönes. Wobei mal schauen, vielleicht habe ich schon was, was ich ausrüsten könnte, wofür ich jetzt die passenden Stats habe. Gleich mal schauen.
Goodbye, Mordet. Ich glaube, für dich hatten wir leider noch keine Schriftrolle oder Buch. Leider nicht. Müssen wir auf jeden Fall noch eins finden, denn wenn wir noch 3 weitere Bossgegner erledigen und ihm bis dahin kein Buch oder keine Schriftrolle oder was auch immer Foliant gegeben haben, dann ist er ein bisschen angepisst und ja, dann war's das mit den Zaubern. Ja. Unsere Seelen reichen nicht, um nochmal aufzusteigen, oder? Leider nicht. Dann beginnt jetzt einmal ein lustiges Hin- und Hergereise. Einmal zur Feste und wieder zurück zum Schrein. Und dann schauen wir doch mal, wie es unserem Kollegen geht. Huch, da ist wohl jemand innerhalb kürzester Zeit verstorben. Tja, und auf einmal steht jemand anderes hier. Ziemlich auffällig. I am Uria of Londor, a close friend of his. Natürlich. Thanks to thee, Yol's soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Another matter, thou art a lord, art the bearer of the dark sigil. For the time thou remainst our lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Oh, good hollow. Orbeck of Vinheim is a cause of much consternation. He proclaimeth himself Lord of Hollows. If left alone, he may one day imperil thy rule. Aber natürlich. Fall to this matter yearly, else we are unraveled. Decisiveness is the mark of a true monarch. Orbeck of Vinheim, if left alone, fall to this matter yearly. Orbeck, if left fall. Oh, unwahrer weißer Ring nimmt das Erscheinungsbild eines Phantoms an. Und der unwahre dunkle Ring bewahrt als Hülle ein menschliches Aussehen. Und der Foliant von Londa. Den können wir mal kaufen für 50 Seelen. Ist ja ein Schnäppchen. Die Finsterhand werden wir auch irgendwann kaufen. So, wo haben wir es denn? Hier, Wunder von Londor lernen. Ein Foliant von Londor, geschrieben in Blindenschrift, der zum ersten Mal von Lilian oder Lilian von der Schwarzen Kirche gelesen wurde. Gib ihn einem Geschichtenerzähler, um die Wunder von Londor zu erlernen. Dieser verbotene Foliant gewährt allen Höhlen Erlösung und verflucht im Gegenzug alles, was lebt. Ja, wir haben ja noch ein paar Seelen. Kaufen wir schon mal ein paar lila Moosklumpen. Gegen Vergiftung. Ja, das wär's erstmal.
Ja, dann hätten wir hier alles Relevante erledigt. Da ist vielleicht jemand Neues oben aufgetaucht, nachdem wir den Boss besiegt haben. Hier schon mal nicht. Und da auch nicht. Ups, oh Gott, oh oh. Eieiei. Da wäre fast die Glut weg gewesen. Okay, dann können wir jetzt. Wo geht's denn jetzt mal hin? Zum Leuchtfeuer des Kristallweisen. So, da wären wir wieder. Wo wir gerade noch unseren Bosskampf hatten. Hier haben wir einen neuen Weg. Mal schauen, wo der uns hinführt. Und da sehen wir schon eine kleine Kristallechse. Und noch eine. Jump Attack! Funkeltitanit. Schön. Okay, jetzt hier geht's nicht zurück. Jetzt müssen wir einmal hier runter. Und nochmal funkelt Titanit. Spitze. Ah, da ist wieder so eine große. Hier geht's in den Tod. Gehen wir hier her. Was anderes bleibt uns ja wohl nicht übrig. Okay, einer von der Sorte. Okay. Mach nicht solche Geräusche. Da habe ich wieder, wer weiß was für Angst. Ach, hier können wir nochmal die schöne Aussicht bewundern. Mit der großen Brücke, mit den brennenden Flammen. Und er ist, wo ist er denn jetzt? Ach, was soll's. Um Gottes Willen. Ganz wichtig, einer von denen ist down und wir haben eine kleine Titanitscheibe bekommen. Spitze. Okay, da ist auch noch ein Item. Hier ist der zweite. Kommst du? Tschüss. Moment. Feuerschadensminderung. Nur für den Fall der Fälle. Ach ja, Blutung konnte die damit ja auch.
Also. Hey. Das ist schief gelaufen. Ich will dich backstabben. Ich will dich backstabben. Geht doch. Was? Unglaublich. Ah, naja. Was soll's. Dann laufen wir erstmal wieder ohne Glut rum. Müssen wir nur dran denken, wenn irgendwann wieder eine Stelle mit einem Finstergeist kommt, dass wir da wieder eine Glut einsetzen. Ich weiß nicht. Ich hoffe. Ich pack das Scheißschild jetzt weg. Und wenn ich dann halt mal eine mehr kassiere, scheiß drauf. Geht doch gleich viel besser. Aber jetzt tragen wir es erstmal wieder in der Hand, nicht auf dem Rücken. Herold-Rüstung. Die Herold-Rüstung. Der Herold-Helm. Es heißt, dieser Stahlhelm wurde von den Herolden des Weißen Pfades getragen, den Überbringern dienstlicher Nachrichten. Stählerner Schutz mindert physischen Schaden hervorragend, ist aber anfällig für stumpfe Stöße und Blitzschaden. Oh. Und hier? Stahlrüstung mit einem schneeweißen Umhang, dem Erkennungsmerkmal der Herolde des Weißen Pfades. Ja, kann man tragen, muss man aber nicht. Gehörten die jetzt dazu? Ne, hier. Es heißt, diese Lederhandschuhe wurden von den Herolden des Weißen Pfades getragen. Okay, sie sind recht schlicht, aber für lange Reisen gut geeignet. Und hier die Hose. Das gepolsterte Material ist effektiv gegen Schläge und ergänzt herkömmlichen Stahlschutz daher sehr gut. Sieht aus wie ein Schlafanzug. Hübscheres. Einmal das Feuer. Um. Und eine Brücke. Überraschenderweise passiert hier mal nichts Gemeines. Ist ja auch mal was. Aber wir haben hier ein Leuchtfeuer. Und wir sehen schon, da oben steht wieder ein einmaliger Gegner und hier unten ist auch einer. Ach ja, das ist ein sehr fixer, der hat diese beiden Säbel. Uiuiui.
Alter! Und er hat die gleiche Rüstung. Ach ja, sowas hat er auch noch. Ja, ein ganzes Arsenal an Waffen. Unfassbar. Dieser Scheiß durch. Die Waffe macht mir langsam auch echt keinen Spaß mehr, weil alles, was halbwegs schnell ist, ruckzuck aus dem Wirkungskreis raus ist. Schauen wir mal, ob wir damit klarkommen. Es ist unfassbar, wie seine Waffe einfach viel schneller ist. Ich habe weder Reichweite noch Schnelligkeit mit diesem Scheißding. Ja genau, wirf es in die andere Richtung. Ach ja, da war ja was mit den Seelen. Das ist so witzlos. Ey komm, ich guck mal, ob wir eine andere Waffe nutzen können. Ups. So. Ist da nichts sonst da? Schade. Ah, schauen wir doch mal, was da unten lag. Asche eines Paladins. Asche eines Paladins. So. Ermöglicht der Erwerb neuer Gegenstände bei Schreindienerin. Schattenasche von einem ermatteten Paladin, der die Kathedrale des Abgrunds suchte. Ermöglicht der Erwerb neuer Gegenstände bei der Schreindienerin.
Dieser Paladin bezahlte einen hohen Preis für seine eigenwillige Gerechtigkeit. So, was haben wir denn so im Angebot? Wir könnten das Claymore benutzen. Das hat mehr Reichweite. Ist natürlich etwas langsamer. Aber wenn wir das ein bisschen pimpen, dann sollte das auch mehr Schaden machen. Das Schlachtermesser wäre natürlich auch nett, aber da fehlen uns noch ein paar Stärkepunkte. Für das Großschwert des Schwarzen Ritters sowieso. Hierfür auch. Ansonsten. Eine Axt könnte man auch benutzen, aber mit einer Axt habe ich es eigentlich nicht so. So fehlt uns auch die Stärke. Keule. Keule, Keule. Ach nee. Da fehlt mir irgendwie so der geschwungene Angriff. Die benutze ich doch lieber, als immer nur spitz nach vorne hauen. Ja, probieren wir das mal aus, auch wenn es jetzt noch nicht aufgewertet wurde. Da haben wir ja den nächsten einen. Oh, er hat sich gebufft. Ach, Kacke. Es ist viel zu schwer. Um Gottes Willen. Ganz blöder Fehler. Ganz, ganz blöder Fehler. Okay. Hiermit wird's passen. Hätten wir natürlich nicht die hundertprozentige Abwehr, aber wir könnten auch mal wieder parieren üben. Scheint vom Handling her ganz nett zu sein. Ui, das war eine lange Arm. Das Kette, damit hätte ich nicht gerechnet. Nein, nein, nein! Ach, da habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich das schaffe zu parieren. Ups. Mit seinem Schild auch parieren kann. Okay. Ein zurück und einmal trinken. Na, ein bisschen hat er, glaube ich, noch, ne? Oh, jetzt ist er weg. Ja, jetzt können wir ja auch gucken, was das Spinnenschild kann. Das Spinnenschild, es kann nicht parieren, okay. Ein Schild, in dem das Bild einer großen Spinne radiert wurde. Schilde wie dieser werden häufig von wilden Bergbanditen benutzt und bieten hohen Schutz gegen Gift. Fertigkeit, Waffenfertigkeit. Das Ausrüsten dieses Schildes in der linken Hand ermöglicht das Ausführen der Fertigkeit der Waffe in der rechten Hand.
Okay. Einmal zum Schrein zurück. Mit der Waffe möchte ich es ja jetzt noch mal probieren. Etwas längere Zeit. Claymore. Verdammt. Nur plus 2. Sehr ärgerlich, oder? So. Pretty. Ist es jetzt überhaupt stärker? 165, 163. Oh, ist sogar schwächer. Ärgerlich. Hier kommen wir auf 196. Und hier kommen wir auf 193. Naja, aber dafür haben wir etwas mehr Reichweite und ja. Das kann ja auch noch stärker werden. Es ist auch nicht so robust. Es wiegt mehr. Was soll's? Also geht's zurück. Wobei wir hätten auch noch die Asche abgeben können. Ist die Frage. Ja, geben wir die Asche noch ab. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Und, ah ja, jetzt können wir auch die dieser Moosklumpen mit Blume kaufen, die uns gegen Toxin helfen. Toxin ist das fiese Gift. Untotenjäger-Amulett haben wir noch. 2 Stück, das reicht erstmal. Duell-Amulett. Nee. Und den Rest. Oh, was haben wir hier? Leutz Schildring versteckt. Schadensminderung bei vollem TP. Nee, erstmal nicht. Hey, da werden wir wieder. Jetzt müssen wir einmal hier hochgehen und gucken, ob da noch was liegt. Okay. Hier leuchtet schon mal nichts. Bloß nicht in irgendeinen Hinterhalt locken lassen. Wobei ich mich nicht daran erinnern könnte, dass hier einer ist. Ah, ein Wappenschild. Ach, ich glaube, das ist sogar ganz gut gegen Magie. Nee, physisch. Okay. Aber Magie auch mit 67. Zumindest besser als die anderen, die wir bisher hatten. Ein Ritterschild mit eingraviertem Wappen.
Einer der verzauberten blauen Schilder. Der Wappenschild reduziert Dunkelschaden beträchtlich. Ach, Dunkelschaden, Moment. Ach, ja, genau, 86. Also nicht Magie, sondern Dunkelschaden. Dann gibt es noch irgendwann das Drachenwappenschild. Das hilft gut gegen Feuer. Keine Ahnung, was dann noch kommt. Und man kann auch damit parieren. Schön. Gut zu wissen. Aber wenn wir das jetzt tragen würden, dann wird uns das auch nur wieder über die 70% bringen. Beziehungsweise über die 69. Ja, ist noch irgendwas hier? Haben wir noch irgendwas übersehen? Nee, ich glaube nicht. Also, weiter geht's. Aber nicht mehr allzu lang. Denn die Zeit läuft schon wieder ab. Ich habe einen Hund gehört. Hunde sind jetzt etwas uncool. Aua. Scheiß Armbrust, Leute. Ah ja, da stehen sie. Oh. Komm, Hundchen. Okay. Bloß aufpassen. Nicht in irgendeinen Hinterhalt locken lassen. Und möglichst die Hunde zuerst. Komm runter. Okay. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Wobei, war da hinten noch einer? Ach, werden wir ja gleich sehen. Ach, da war noch einer. Okay. Oh je, da ist noch einer. Hey, jetzt noch. Ich. Hui, upsala. Scheiß Baum. Okay. Mensch, das hätten wir hier geklärt. Dann gucken wir doch mal, was da oben liegt. Eine große Seele eines unbekannten Reisenden. Okay. Wenn's mehr nicht ist. Ansonsten leuchtet hier nichts weiter, oder? Nee. Dann können wir weitergehen. Na, was erwartet uns hier wieder? Ich hab's leider nicht in Erinnerung, ob hier irgendwas Gemeines kommt oder es einfach so der Standard hier ist. Ach,
ja, genau. Diese Penner, die sich in Flammen setzen und auf einen zurasen. Okay. Ich konnte es nicht mehr richtig zuordnen, aber irgendwie hatte ich doch ein mulmiges Gefühl. Und hier verwandelt sich hier wieder einer. Ich weiß es echt nicht mehr. Hier liegt nichts. Ja, da liegen sie alle. Eine Estoscherbe, das ist schön. Okay, hier ist noch nichts. Hier wird aber später noch was Wichtiges passieren, was ich damals leider verpasst habe. Und deswegen einige Story-Elemente vergessen konnte. Da müssen wir von oben hin, da kommen wir von hier aus nicht hoch. Weil unser Typ hier nicht klettern kann. Ist leider nicht der Beste. Hui. Kathedrale. Kathedrale. Des Abgrunds. Oi. Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire. Bitte was, Ariandel? Wovon laberst du? Ariandel? Hieß nicht so der DLC, der eine? Painted World of Ariandel, Ashes of Ariandel. Ja. Käme ich hier schon irgendwie in den DLC? Warten wir lieber noch einen Moment. Okay, die lässt sich nicht öffnen. Die andere lässt sich, wenn ich mich recht entsinne, auch nicht öffnen. Genau. Das sind dann alle Shortcuts, die wir noch freischalten müssen. Hier haben wir eine Stachelpeitsche. Stachelpeitsche. Schauen wir uns die doch mal an. Eine Peitsche mit spitzen Stacheln, die die Haut aufschlitzen und starke Blutungen verursachen. Kann, oder was? Ja. Die Kapelle der Erläuterung nutzt solche Peitschen, um nach ihren Ritualen mit den entstandenen Tropfen und Pfützen aufzuwischen. Fertigkeit Aufschlag. Ein linksseitiger Angriff, der den Gegnerschild umgeht. Der bewirkte Schmerz verringert kurzzeitig die Ausdauerregeneration. Tief in ihrem Herzen tragen alle Menschen die Ketten der Knechtschaft. Ich habe ja so ein bisschen Angst. Soll ich ihn ansprechen oder lasse ich es lieber sein? Wait, you've the same set, then you must be an action. Oh, you don't know how. Ich hab Angst. Was passiert hier? Don't now, Ashen One. My lady lives in the cold. I need you to show her a proper flame. If you truly are Ash. Oh Gott. ich hab Angst. Hinterher bin ich für das Gebiet absolut nicht gerüstet. Jetzt ist die Frage.
sagen, wir hören jetzt mal mit dieser Aufzeichnung auf und ich informiere mich mal, was mir da passieren kann. Also Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal.